Weiter geht es mit Songs of Silence. Viel Vergnügen euch allen. Und wir machen noch ein bisschen weiter hier. Wir könnten mit Hauser nochmal ziehen. Der hat allerdings nur eine Armee. Wir könnten, wir haben jede Menge Bewegungspunkte hier, Loot uns holen. Lorelei hat einen Kampf durchgeführt. Sie kann sich jetzt nicht mehr bewegen. Er könnte sogar alle ihre Truppen übernehmen und weiterkämpfen. Aber dann steht sie alleine rum und das ist nicht ganz unriskant. Er könnte, wir könnten zwei Kämpfer und wir könnten alle, er kann, wie viel, er kann 7 Einheiten aufnehmen. Die Möglichkeit gäbe es. Wir könnten ihm alle Einheiten rüberpacken und wir könnten noch einen Kampf in dieser Runde durchführen. Das ist vermutlich die effizienteste Art voranzukommen. Die Lootwagen übernimmt sie hier. Und alles, was wir an Einheiten haben, packen wir hier mal rüber. Zumindest die Fitten. Die ja nicht, die sind zu schwach. Einmal in die Verstärkung. Bis zu 7 kann er aufnehmen. Das sind Bogenschützen, die kommen nach hinten. Das sind Bogenschützen, die kommen so nach hinten hin. Das sind die Akolyten, die Einheiten beschwören können. Das sind die, die eigentlich auch nach hinten sollten. Die sind zwar flink, aber da geht es vor allem darum, dass sie alle anderen boosten. Ein Tank vorne. Einen können wir hier noch unterbringen. Ich würde gerne noch eine Tank-Einheit hinsetzen. Können wir von hinten eine ziehen. Wir könnten noch einen Tank-Trupp hier hinpacken. Genau. Und da er Einheiten heilt, würde ich sogar alle anderen Einheiten, die auch Heilung brauchen, auch nach hinten reinpacken. So würde ich es machen. Er hat eine Heilfähigkeit auf dem Feld, die heilen alle aus. Hier können wir nur 7 einsetzen. Er kann keine Verstärkung während des Kampfes reinnehmen, weil ihm eine Karte fehlt. Deshalb können wir die ruhig hier rechts lassen. Und so würde ich es machen. Alles klar? Und eine Runde weiter hier. Mit ihm haben wir jetzt noch 7 Bewegungspunkte und können, haben einen Kampfwert von 10 und können hier vorne vorziehen. Das ist ein Trupp, der gerade flüchtet. Das sind die, die gerade abhauen. Das wäre ein Kinderspiel. Das ist eigentlich Pott wie Deckel. Ich weiß auch gar nicht, wie weit wir kommen. 7 Bewegungspunkte ist nicht so viel. Ich guck mal mit rechte, mit gedrückter Shift-Taste, dass wir wenigstens den hier bekommen. Hinbekommen. Klappt das? Oh, ist der langsam unterwegs? Das klappt gar nicht, ne? Kommt gar nicht bis zu dem hin. Die Plätze tauschen können wir auch nicht. Oder können wir die Plätze komplett tauschen, dass wir ihn auch nach rechts packen und sie nach links? Das geht nicht, ne? Der Plan funktioniert gar nicht. So weit wie möglich in die Nähe hin. Vielleicht klappt es ja so. Auch nicht. Eine Runde weiter. Jetzt klappt 2 Bewegungspunkte. Wir schaffen es. Wir kommen hin. Ein Punkt fehlt. Das gibt's doch gar nicht. Ein Bewegungspunkt fehlt. Aber die können wahrscheinlich sie ja nicht angreifen, weil wir den Weg versperren. Es gibt Kontrollzonen im Spiel. Eine Runde weiter. Krass. Ja, wir werden angegriffen. Hinterhalt, leichte Kampfvorteile, wir sind aber drückend überlegen. Wir dämmern im Moment, etwas später in Kampf rein, nochmal die ganze Zeit leichte Nachteile. Da können wir eine magische Intervention machen. Wir binden den hier mal. 2 Infanterieeinheiten erspawnen und ihn als Zauberer mal kurz wegnehmen. Bogenschützen kämpfen entschlossen mit. Das schaffen wir. Können nochmal eine Intervention hier machen hier hinten.
Er flüchtet, bleibt also als Minitruppe im Kampf. Das haben wir geschafft. Geringe Beute, 32 Gold, etwas XP. Ob man näher ranzoomen kann, kann ich gleich nochmal probieren. Jetzt haben wir zwei, die auf der Flucht sind, hintereinander. Und haben... Die sind in Reserven. Können genauso noch einen Kampf machen. Wir machen mit dem Trupp einen zweiten Kampf. Die sind so schwach, wir tauschen die Armeen geringfügig aus mal. Wir verteilen die auf zwei Truppen. Das heißt, wir machen zwei gleich große Armeen, um beide Truppen auf einmal stellen zu können. Auch das Loot gehen wir mal Hauser. Alles Loot zu Hauser rüber, bitte. Weil Hauser hat auch eine Fähigkeit. Wir können auch Hauser kämpfen lassen, weil Hauser hat immer die Heilfähigkeit. Da können wir immer eine Armee in Bewegung halten. Nein, Hauser ist das Taxi. Hauser transportiert den Loot und die Einheiten, die geheilt werden müssen. Jetzt geben wir ihr noch ein paar andere Einheiten zurück, die topfit sind, die nicht geheilt werden müssen. Einmal Bogenschützen. Die sind jetzt schon so gut wie fit. Zweimal Bogenschützen da hinten, drei Bogenschützen hier. Bogenschützen, das sind die Akolyten, das sind die Flinken. Ich hoffe, das reicht für einen Kampf. Kommt man plötzlich so mickrig vor hier, ne? Die können Truppen rekrutieren immerhin im Kampf. Und der hat... Ich hab Schiss, dass die uns komplett... Die sind relativ stark. Eine Kavallerie hier noch an die vorderste Front hin. Ein Tank nach hinten. Das ist eigentlich eher Fernkämpfer, der darf auch hinten stehen, einmal so. Das sollte eigentlich klappen, ja? Okay. Die packen wir an den Rand, weil das sind die, die alle stärker machen. Einmal so. Jetzt greifen wir mit... Hier, 35 Steine, 75 haben wir. Wir bauen den Ort hier auf, machen daraus eine Stadt. Klasse. Der Rest bleibt, wie es ist. Fehlen auch weitere Steine und mit ihr machen wir einmal den Angriff hier vorne drauf. Einmal die Faust und einmal den Sturmangriff. Sturmangriff hier hinten drauf. Faustangriff hier drauf. Hätte ich vielleicht umgekehrt machen sollen. Denn die Armee hat echt Probleme jetzt oben. Hätte ich umgekehrt machen sollen. Aber wir schaffen es. Die hauen ab. Unsere Ritter setzen sich durch. Dann brauchen wir das ja gar nicht mehr, ne? Klasse. Da sind wir. Im Chat wird nach der Vertonung und der Lokalisation der Übersetzung gefragt. Das ist eine Closed Beta. Das ist nicht die Version, die erscheinen wird. Die fertige Version wird eine deutsche Textausgabe haben. Aber eine englische Vertonung, falls das Spiel sich gut verkauft, könnte es sein, dass eine deutsche Vertonung nachgeliefert wird. Aber das Spiel hat ein hohes kreatives Risiko, weil es nicht so ein 0815 Spiel ist, was nach gängigen Marktklischees gebaut ist, sondern das ist echt mit Risiko entwickelt, meiner Meinung nach. Deshalb würde ich, wäre ich Entwickler, es genauso machen und würde sagen, erstmal die Basics ordentlich abliefern. Da steckt ja auch Verantwortung für Arbeitnehmer dahinter. Und wenn das Spiel dann auf, wenn es dann auf dem deutschen Markt läuft, dann kann man sich immer noch überlegen, ob man was hinterher schiebt. Ich finde es so rum genau richtig. Alles andere wäre, sage ich ganz offen, obwohl ich deutsche Sprachausgaben liebe, wäre aus Entwicklersicht vom Studio, von der Gesamtverantwortung fürs Personal her eigentlich in den jetzigen Zeiten bei so einem Spiel unverantwortlich, Geld in eine deutsche
Vertonung so frühzeitig zu blasen, ohne zu wissen, ob das wirklich klappt. Ich würde es nicht machen. Ich fände es doof, wenn die es machen würden. Ich finde das sehr vernünftig, das nicht. Aber wie gesagt, deutscher Text wird komplett auf jeden Fall sein. Do you ever think about Elbin, old man? After everything we've been through, I can't help but wonder what happened to King Atrin. I worry more about his people since I left. Only the guiding star has been watching over them. Ein bisschen Geplänkel. Das war jetzt nicht ganz so wichtig. Und jetzt können wir mit dem Trupp noch hier angreifen. Da ist noch einer. Hier vorne gibt es allerdings, glaube ich, eine Garnison mittlerweile. Ja, das heißt, hier müssen wir uns keine Sorgen machen. Und wir könnten hier nochmal Truppen übernehmen. Aber ich weiß nicht, ob man die dann noch mitnehmen kann hierhin. Ich denke ja, ich bin mir nicht ganz sicher. Hinterhalt. Da kommt die Infanterie hin und lenkt die ab und bindet die. Haut schon wieder ab. Also das würde ich noch... Ist ja ein Closed Beta hier, ne? Das würde ich noch verändern. Also die Wahrscheinlichkeit, dass Leute abhauen und dass man die nicht immer stoppen kann, ist für meine Geschmäcker etwas zu reduziert. Etwas zu hoch und dadurch gibt es so... Ziehen sich manche Dinge ein bisschen. Das finde ich schade. Das kann man auch nicht unbedingt verhindern. Also wenn der Boss stirbt, ist die Armee weg. Man kann natürlich wie in den Boss versuchen zu stoppen. Man müsste ihm halt den Rückweg zum Kartenrand abschneiden. Aber wenn das ein Fernkämpfer ist oder ein Fernkampfmagier wie gerade, bleibt er ja immer am rechten Kartenrand und geht nicht davon weg. Deshalb kann man ihm den Rückweg nicht versperren. Man könnte höchstens, also sowas wie magische Faust, dass der kurz vor der Flucht betäubt wird. Das kann man machen, aber das geht halt hier mit dem hier nicht. Ne? Garnison im Westen ausbauen? Warum soll ich denn hier die Garnison ausbauen? Das verstehe ich nicht. Oder ich verstehe den Gedanken nicht. Wenn du ein bisschen anders formulieren, bitte nochmal. Dann weiß ich, was gemeint ist. Hier können wir im Augenblick nichts machen. Eine Runde weiter. Ah, das ist immerhin gut. Wir werden angegriffen. Prima. Und jetzt stelle ich die hinter ihn. Gucken, ob das Auswirkungen hat. Haut schon wieder ab. Ach komm. Immerhin zählt das nicht auf die Anzahl unserer Kämpfe pro Runde. Jetzt reicht's. Also das bindet uns zu lange. Eine Armee lassen wir hier, aber nicht zwei. Das bremst uns zu sehr aus. Ah, da links ist noch ein Ort, habt ihr gesehen? Ein Tempel. Da können wir ganz neue Einheiten rekrutieren. Da würde ich gerne unseren Magier hinschicken, den Hauser. Der wäre dafür wie gerufen, ne? Der hat auch jede Menge mal, ja. Und dann geben wir, der zieht er dorthin und dann machen wir die Loot-Truppen woanders. Die lassen wir hier mal stehen. Das ist mir zu doof hier. Ich will erstmal das ganze Loot abliefern und hier kann man sich ja neue Truppen rekrutieren. Kann man hier drin Truppen rekrutieren? Oh ja, Level Up. Wir können ein Level Up machen, wenn das die Frage war im Chat. Eine Level Up-Karte spielen. Geht im Augenblick nicht. Wahrscheinlich, weil Truppen dazwischen stehen. Ich weiß es nicht. Wenn die eine weiße Flagge haben, können die nicht mehr fliehen. Die haben beide weiße Flaggen. Du meinst eine graue und eine weiße. Und die weiße, die zerfetzte. Das heißt, den können wir jetzt auf jeden Fall angreifen. Das wäre ja verlockend. Dann machen wir das so. Dann geben wir ihr hier... Die Beutewagen.
die brauchen gar nicht so viele Einheiten. Den Tank packen wir wieder nach vorne hin. So kann man es machen. Und sie lassen wir den Angriff auf den hier machen, damit er endgültig weg ist. Ah, die stehen sich im Weg hier, oder? Nee. Die stehen sich, glaube ich, im Weg. Das geht nicht. Dann müssen wir sie ein bisschen... Ah, die stehen sich im Weg. Dann müssen wir hier oben rum, einmal hier rein mit ihm. Die blockieren sich gegenseitig, mache ich nicht fertig. Ach nein. Dann ziehen wir sie einmal hier hin ab. Mit ihm. Jetzt hier oben hin in Angriff. Celestial Temple. The gods are smiling down on us. Ein Angriff auf einen Tempel? Nein, das ist nicht unheilig, im Gegenteil. Das ist ein sehr heiliger Angriff hier. Da können wir Truppen rekrutieren. Das war ja gar nicht so schwer. Mal gucken, welche Einheiten wir hier generieren können. Leider haben wir nur 40 Gunst. Mittlerweile können wir einen Tempel bauen. Das wird sich doch hier anbieten. Das ist doch Kartenrand. Das kann eh nicht kaputt gemacht werden. Hängt allerdings auch mit dem Rekrutieren von Einheiten zusammen. Trotzdem, wir rekrutieren. Das passt doch total. Was können wir hier vorne machen? Plündern, Rebuild. Wir machen aus dem Tempel einen richtig schicken Tempel. Da geht all unser Stein rein. Allen Stein, den wir gerade mühsam angesammelt haben. Einmal hier rein, bitte. Um den Ort aufzubauen. Mhm, genau. Und was können wir hier rekrutieren? Akolyten des Zorns oder der Rache. Mit 100 Gold und 35 Gunst. Mit anderen Worten, gerade geht's nicht. Und mit dem Trupp hier hinten. Gabriel meint, einen Tempel anzugreifen sei wie Archäologie und Grabraub, wenn genug Zeit dazwischen liegt. Ja? Und wenn nicht genug Zeit dazwischen liegt, dann ist es eher arschig. Dann ist es Archäologie. Entschuldigung, ganz, ganz dummer Kulau von mir. Entschuldigt bitte. Jetzt hier machen wir hier unten noch den Angriff hier drauf und jetzt sollte das klappen. Und hier kann man, glaube ich, kein Loot abliefern, ne? Ach komm, wir machen den fertig hier. Ich will den endlich weg haben hier. Nervt hier total. Einmal drauf, bitte. Hinterhalte, einer ist zu Beginn betäubt. Einmal die Faust. Einmal der Sturmangriff. Boah, deine Reichweite, sehr cool. Ja, hat geklappt. Wenn man weiter links erkunden kann, ich glaube nicht. Wir können mal gucken. Hier ist Kartenende. Hier geht es nicht weiter. Ob man da oben hinkommt, weiß ich nicht. Vielleicht oben rum ums Gebirge. Müssen wir mal gucken, wie es hier läuft. Ja, die scheinen teilweise hier mit in Tälern zu liegen, die man irgendwie erkunden muss. Das bringt uns auf jeden Fall schöne Erträge her. Beide können nicht mehr ziehen. Hier können wir keine Karte ausspielen. Hier können wir keine Karte ausspielen. Eine Runde weiter, bitte. Freedom for the people! Die grüne Fraktion. Glory to Wota! Watch out, my lady. Concorda rogues are controlling the south.
Die Truppen von Concorda kontrollieren den Süden der Karte hier unten. Okay, danke für die Warnung. Danke an Mitch fürs Abo, fürs 31. Grüße an Mitch, danke dir. Sehr lange schon dabei. Liebe Grüße. Jetzt die gerne ausschalten. Die müsste man zweimal ausschalten. Hier hatten wir all das Geld drin, ne? Komm, wir bringen endlich mal die Geldwägen hier weg. Hier oben rein, damit wir endlich mal Truppen rekrutieren können. Oder kann der Kollege hier oben Truppen rekrutieren? Ja. Akolyten des Zorns nochmal. Elite-Kriegereinheiten. Hatten wir die nicht schon? Die haben wir schon einmal, ne? Und die sorgen, ich glaube, deren Bonus besteht darin, das sind die, die uns helfen, Einheiten spawnen zu lassen, ne? Sind das die Beschwörer? Jede Kampfeinheit? Nee, das ist was anderes. Nee, das sind einfach magische Fernkampfeinheiten. Und warum sind die so super stark? Mit Reichweite? Erfolgreiche Treffer haben 200% mehr Schaden. Verwüster und Zerstörer sind das. Sind gegen Untote besonders stark. Trotzdem, da geht sehr viel Geld bei drauf. Meine Sorge ist vor allem die Gunst, da haben wir nicht so viel. Da können wir eine zufällige magische Einheit rekrutieren. Das können wir machen. Die liefern wir dann, benutzen wir dann selber oder bringen die woanders hin. Da ist das und es ist eine Infanterieeinheit. Okay. Ah, das sind die, die so schrecklich langsam sind. Die würde ich hinten bei den Fernkämpfern lassen und die tauschen wir dann aus gegen... Mal gucken. Jetzt gehen wir damit erstmal rüber. Wir machen es mal genau umgekehrt. Ich will das Gold mal endlich abliefern. Hier können wir noch 5 Einheiten reinpacken. 3-mal Bogenschützen. Wenn das die größere Armee ist, geben wir denen die Hunde, die alle Einheiten passiv verbessern. So können wir es machen. Können wir noch 4 weitere reinpacken. Die magischen Krieger beschützen die Bogenschützen. Die heilen weiterhin aus. Und die können, glaube ich, gleich auch welche kaufen. Ne? Wir geben denen auch einmal die Akolyten oder wir geben denen einmal noch eine Bogenschützeneinheit. Ach komm, das reicht so. Die kommen hier vorne hin. Das liefern wir mit denen. Die gehen hier oben rein in die Stadt und liefern dort alles ab. Ich hoffe, das klappt. Klappt nicht ganz. Bis kurz davor. Einmal Angriff hier drauf. Ob man einer Garnison, ja, Garnison Level Up indirekt bekommt, den Garnison Level Up, wenn die Stadt wächst. Und das gibt dann den Effekt, dass dort höhere, mehr Einheiten rekrutiert werden können. Also im Laufe der Zeit automatisch entstehen und die Stadt verteidigen. Das ist bei Städten, die ganz weit weg von der Grenze sind, nicht wichtig, ist mein Eindruck. 2 magische Einheiten. Kampf geschafft. Etwas Geld, etwas XP. Einmal raus. Und diesmal haben wir die Armee mal vernichtet. Keine Bewegungspunkte bleiben übrig. Alles gut. Und wieder eine Runde weiter hier.